Abend, mein Name ist Martin Schmitz, ich bin 62 Jahre alt und erzähle heute aus meiner Geschichte. Mein Name ist Melanie Hart. Ich erzähle heute meine Geschichte. Melanie Hach ist keine Schauspielerin. In Münster soll sie trotzdem auf die Bühne. Als Alltagsexpertin. So wie Martin Schmitz. Auch er traut sich, vom Missbrauch zu reden, der ihn bis heute verfolgt. Die Erinnerungen kamen zurück, zunächst in Form von Albträumen. Ich bin nachts hochgeschreckt. Der Kaplan Heinz Pottbecker, den ich als Kind bewunderte und zu dem ich aufschaute, war ein pädokrimineller Geistlicher und mein Täter. Er wurde Priester, um Kinder für seine Zwecke sexuell zu misshandeln. Flashback. Ich liege im Ehebett meines Opas, er auf mir. Meine Beine sind gespreizt. Und dann kommt die totale Schwärze. Ende. Aus. Manchmal musste Martin Schmitz eine Probe unterbrechen. Keine Kraft mehr. Ich frage mich, wofür musste Martin Schmitz die Probe unterbrechen, wenn er mit Matthias Katsch ein Opfer von beiden Kirchen, nämlich mich, quält, indem er in diesem Stück überhaupt mitgemacht hat. Ich kann Ihnen sagen, warum. Um seine Bücher zu verkaufen. Das war der einzige Grund, warum er eine Probe unterbrechen musste. Dieser Mann ist hinterlistig und eiskalt. Dieser Mann hat aus Kindesmissbrauch eine fließende, tolle Geldeinnahmequelle gemacht. Er weiß, wie man die Leute verarscht. Ich habe Herrn Martin Schmitz im Vorfeld 3-mal ange-E-Mailt und habe gesagt, bitte Martin, mach da nicht mit. Du warst unser erster Ehrengast bei unserer Gründung von Saturdays for Children. Warum machst du da mit? Er hat nicht einmal geantwortet. Ich habe ihn dann letztes Jahr im August, September habe ich ihn in Köln wieder gesehen. Und da hat er, ich habe gewusst, er führt irgendwas im Schilde, er hat auch nicht mit mir groß geredet und ich habe ihm gesagt, was das soll. Aber dann habe ich rausgefunden, dass er jetzt der Co-Partner von diesem Matthias Katsch ist in Berlin. Also die Kohle läuft, er hat 300.000 Euro bekommen und Katsch hat über 500.000 von der Bundesregierung bekommen. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden Missbrauchsopfer. Aber er hat ein klares Ziel. Also mein Einsatz bin ich da. Genau. Und hier links sehen wir den Dramaturgen, über den ich heute ein Video gemacht habe. Da rechts hier ist ein weiteres Missbrauchsopfer, die ganze Zeit mit einem Teddybären rumläuft. Diese Teddybär-Idee stammt auch von mir. Die habe ich in meinem allerersten Interview mit dem WDR vom 18.06.2020, also lange bevor Frau Bries überhaupt wusste, wie man Kindesmissbrauch schreibt. Dieser Mann hier, Tobias Kluge, ist genauso schuldig an diesem ganzen Betrug, dem Kinderhäuserbetrug, der Kinderhäuserverarschung. Sie sollten sich wirklich alle schämen, auch diese Schauspielerin. Alle wussten Bescheid, das ist nur wegen mir, um mich hier in übelster Weise zu verhöhnen, zu verarschen und vor allem zu missbrauchen. Physisch, psychisch und mental. Und das wissen Sie, wie man das macht. Es geht weiter. Je mehr Menschen sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, umso eher wird es möglich, dieses Tabu, in dem sich der sexuelle Kindesmissbrauch bewegt, aufzulösen. Und umso eher kann das geschehen, was absolut wichtig ist, dass man nach vorne schaut und dass man die Kinder heute schützt und schützen kann, dass man ihnen zuhört, dass man ihnen glaubt. Ja, das kommt aus dem Mund von jemandem, der andere Missbrauchsopfer in den Rücken sticht, der sie verrät, der sich mit anderen Missbrauchsopfern dann wiederum zusammentut und nur um eins, um Kohle zu machen. Und dann vor der Kamera so zu tun, als ob. Martin Schmitz, ich glaube Ihnen, ich sage jetzt Sie, weil wir waren mal per Du, darauf verzichte ich. Sie haben mich in übelster Weise hinters Licht geführt. Sie wurden über meinen Blog, weil ich für Sie noch geworben habe, wurden Sie von diesen Produktionen kontaktiert. Ich habe das im Gericht auch am 17.04. so genau erklärt. Sie stehen auf dem riesengroßen Plakat direkt neben mir, Saulus und Paulus. Paulus ist natürlich die Familie Ditzoleit, David Ditzoleit. Und Sie sollten sich wirklich schämen. Mit diesen großen Buchstaben Martin Schmitz. Ich bin froh,
dass ich diese miese Erfahrung in diesem Missbrauchssumpf geerntet habe, weil sie sind nicht besser als die Täter für mich. Sie sind mindestens genauso schlimm wie diese sexuellen Straftäter. Wie kann man das nur machen und dann auch noch in die Kamera grinsen und so zu tun, als wäre man irgendwie ein Superstar? Sie sollten sich es zum Kotzen schämen. Genau. Und hier, das ist die Verbrecherin. Reese will den geschützten Raum eines Theaters nutzen, diese dicke Frau. Damit Menschen sich dem schwierigen Thema missbrauchen. Das ist einfach nur eine Feststellung, dass sie eine dicke Frau ist. Da brauchen Sie, können Sie mir jetzt auch gerne eine Abmahnung per Gerichts, was war, ich erzähle euch gleich noch was passiert ist. Da geht es darum, hinzuschauen, hinzuhören, um sich selbst auch irgendwie die Frage zu stellen, wo kann ich persönlich in meinem Alltag sensibler werden? Wo sind um mich herum Zeichen, die ich vielleicht irgendwie nicht erkannt habe? Ach, Frau Bries, Frau Brezel, Sie reden von Sensibilität? Das ist ja ganz neu. Ich habe Sie über Ihren Blog kontaktiert und zwar vor vielen Monaten. Sie haben nicht einmal geantwortet. Sie reden von Sensibilität gegenüber Missbrauchsopfern. Was machen Sie denn mit einem Missbrauchsopfer? Sie haben das absichtlich gemacht und Sie haben das mit Remzi Al-Khaleesi gemacht. Und ich sage Ihnen, der Bruch einer eidesstattlichen Versicherung, einer Versicherung an Eidesstatt, ist kriminell und führt mindestens 1,5 Jahre in Knast. Wir reden hier nicht über irgendwie ein Kavaliersdelikt. Wir reden über einen schweren kriminellen Delikt gegenüber Menschen, die darunter gelitten haben. Und das leide ich heute noch, dass Sie in einem Projekt mitgemacht haben, was mir geklaut wurde. Ich habe genügend Beweise im Gericht schon erbracht. Und Sie haben sich nicht einmal gemeldet. Sie schicken mir, und das ist für jeden, der das mir nicht glauben sollte, super auffällig. Sie schicken mir ein Schreiben über Ihren Rechtsbeistand, über Ihren Anwalt und sagen, ich sollte mich unter keinen Umständen mehr bei Ihnen melden. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Sind wir schon wieder im Dritten Reich? Das benutzen Sie doch dauernd für Ihre Aufführungen. Sie haben in einem KZ inszeniert und das ist der einzige Grund, warum Sie überhaupt in dieses Projekt eingebunden wurden. Sie sind eine Schauspielerin, die 5 kleine Röllchen hatte und jetzt macht sie auf Dokumentarregisseurin. Das heißt so gut, Sie haben noch nie richtiges Regietheater gemacht. Sie würden da kläglich versagen, so wie in Berlin, wo Sie im Tipp 2 Punkte von insgesamt 5 gekriegt haben. Und das, weil sie da Obdachlose und der Söhne, Mütter von Nazis und was weiß ich, was soll diese Scheiße? Vor 4 Jahren, wo waren sie denn da, als hier im Kinderhaus der Mob lief? Wo wir von Saturdays for Children im Kinderhaus aufgetreten sind und haben mit den jungen Türkinnen, die sich besonders eingesetzt haben gegen Kindesmissbrauch, demonstriert. Und da habe ich jetzt auch gepostet mit David Ditzoleit und so. Wo waren Sie denn da? Hä? Sie sind wirklich, das ist unfassbar, was Sie und Herr Khaleesi gemacht haben. Und ich kann Herrn Khaleesi mit links Lügen überführen, die er fabriziert hat, nur um mir mein Stück zu klauen. Und das wissen Sie alle. Und deswegen muss dieses Stück sofort eingestellt werden. Natürlich, morgen ist es ja angesetzt an Hitlers 135. Geburtstag. Das war ja auch der Plan. Das habe ich auch Herrn Khaleesi ins Gesicht gesagt, als er mich beleidigt hat bis auf die Knochen. Für ihr Genre, das dokumentarische Theater, recherchiert sie auch immer vor Ort. Tja. Zum Beispiel im Münsteraner Stadtteil Kinderhaus. 4 Jahre später, wohlgemerkt. Wo ein Täter über Jahre Kinder missbraucht. Genau. Was macht es mit euch so? Wir waren alle im Schock, ne? Weil unsere Kinder ja auch hier rumflitzen. Das Urteil gegen den Hauptangeklagten aus Münster Kinderhaus und 4 weiteren Angeklagten wird verkündet. Die Mutter des Mannes hat 5 Jahre gekriegt. Das ist lächerlich. Wo wart ihr denn? Wo war denn Frau Bries? Oder wo war sonst jemand? Der war noch in Bamberg, Herr Khaleesi. Der wusste noch überhaupt nichts von diesem Projekt. Und gibt jetzt im Nachhinein an, er hätte schon 2020 mit Frau Bries Kontakt gehabt bezüglich dieses Projekts. Herr Khaleesi, das müssen Sie nachweisen. Und dafür gibt es E-Mails.
Ich habe eine E-Mail vorgelegt von 2021, dass ich Ihnen dieses Projekt schon vorgelegt habe, und zwar komplett die Idee, die Sie hier verbraten haben. Sie können das nicht gewinnen, und ich fordere Sie auf, sofort dieses Stück zu stoppen und zuzugeben, dass es ein Plagiat, ein Raub, ein Diebstahl meines geistigen Eigentums war, weil ich habe die Idee dafür gehabt und habe sie Ihnen und Kost-Tollmann nach Lübeck geliefert. Das ist kriminell, was Sie hier tun, und das noch mit Kunst und mit gut. Wissen Sie, was Sie mit einem Missbrauchsopfer machen, mit dieser ganzen Scheiße, ja? Ich hoffe, das kommt auf Sie selbst zurück. Und auch diese ganzen Leute, die da mitgemacht haben. Das ist wirklich krank. Es ist kriminell und krank. Und ich werde das schaffen, dass das verboten wird und dass das aufgeklärt wird. Und Westart, der WDR, Frau Heike Zafer, die mich sehr gut kennt, Christina Zülke, ich fordere Sie hiermit auf, ein Follow-up zu machen, einen Bericht über meinen Einsatz gegen dieses Verbrechen. Sie können einem Menschen, der wirklich sein ganzes Ich da reingesetzt hat, das einfach nicht wegnehmen und dann als jemanden von einer gescheiterten Schauspielerin, die das mal toll und schick fand, irgendwo im KZ Inszenierung zu machen und sich so in Szene setzt und dann ihre Kostüm- und Bühnenbildnerin mitschleppt, Frau Wolf. Und diese Frau Wolf hat so abgefuckt, dass sie mein Bühnenbild geklaut hat, was ich im Gericht bewiesen habe. Sie sind sowas von done. Also sie sind eigentlich schon fertig, sie wissen das nur noch nicht. Und ihr Sohn, der Hauptangeklagte, Haupttäter, ne? Jo, hat 14 Jahre gekriegt. Das. Ja, und wo waren Sie bei der Urteilsverkündung? Ich stand da und ich habe geheult mit meinem Plakat in der Hand. Und Herr hier, der sich hier Ministrantengewand auszieht, der sich immer so gern in Szene setzt, Herr Schmitz, und seine Bücher verkauft, ja, der war auch nicht da, komisch. Das Stück Kinderhäuser ist hart, auch in seiner Sprache. Also ich habe mit ganz vielen Betroffenen gesprochen und ich habe natürlich allen, jedem Einzelnen die Frage gestellt, was wünschst du dir, wie ich damit auf der Bühne umgehen soll? Ja, natürlich, das muss man machen, wenn man keine Idee hat. Wenn man vorher ein Stück über Prostitution gemacht hat, wie Frau Brees, und dann ist das natürlich das Nächste, was wir machen. Wir machen ein Stück über Kindesmissbrauch. Das ist ja auch so nah an Prostitution dran, Frau Brees. Übrigens, also ich schätze Sie mal auf Anfang 50, ja? Vielleicht tun Sie mal einfach uns einen Gefallen und machen Ihre Wikipedia, streichen alles, was überflüssig ist, weil es sieht aus, als wären Sie schwer ein Weltstar und Sie haben so kaum was geleistet. Insofern würde ich Sie bitten, stellen Sie da einfach mal Ihr echtes Alter rein, weil das, wen juckt das denn? Ich sag ja auch, dass ich 60 bin, ich habe damit keine Probleme. Haben Sie da ein Problem mit? Ja, das ist nicht okay. Sie haben mir mit Ihrem Anwalt gedroht. Und ich drohe Ihnen jetzt hiermit mit einer Klage, wenn Sie nicht sofort diesen Scheiß einstellen. Verstehen Sie das, Frau Brees? Da können Sie noch so schön lügen. Und es kam bei wirklich allen die Antwort, bitte benenne die Tat. Es wird immer noch von sexuellem Missbrauch geredet. Das ist so beschönigend. Es ist eigentlich Vergewaltigung, worüber wir sprechen. Das stimmt, Herr Martin Schmitz. Sie vergewaltigen ein Missbrauchsopfer beider Kirchen, ein MeToo-Opfer, das von Herrn Günther Behlitz missbraucht und vergewaltigt wurde. Der Günther Behlitz, der für Katharina Kost-Tollmann der Chef für über ein Jahr war in Heidelberg. Ist das nicht komisch? Was für eine kleine Welt und das nach über 40 Jahren. Das ist doch eigentlich für jeden depperten Richter zu sehen, dass ich recht habe. Finden Sie nicht, Herr Schmitz? Sie sollten sich wirklich schämen. Schämen Sie sich wirklich. Denn das ist nicht okay, was Sie hier abgezogen haben in den letzten Monaten. Und Sie denken, Sie sind damit durchgekommen. Ganz im Gegenteil. Das hört sich viel heftiger an. Ja. Johannes Postbecker bestellt mich früher als alle anderen Kinder in die Kirche. Ich helfe ihm beim Verschieben der Bänke im Keller unter der Sakristei.
Sein verzerrter Blick bohrt sich tief in meine Augen. Auf die Knie. Diese Grafik brauchen wir nicht. Und das ist auch ziemlich hinderlich. Frau Heike Zafer nochmal und Christina Züge vom WDR. Ich fordere Sie hiermit auf, ein Follow-up zu machen. Denn das ist wirklich interessant, wie ich es geschafft habe, dieses Stück zu stoppen. Gegenüber einem ganzen Team vom Theater der Stadt Münster, ein Fünf-Spartenhaus, das mit Millionen subventioniert wird jedes Jahr, das wirklich ein Missbrauchsopfer absolut vorsätzlich gequält hat. Amen. Und noch einmal. Knie dich hin, mein Lieber. Mit seiner Hand auf meiner Schulter bittet er mich jetzt sehr bestimmt. Martin. Tu bitte, was ich dir sage. Ich verstehe nichts von all dem, was hier geschieht. Aber mein Bauch steht in Flammen. Und dann geht der Reißverschluss auf. Es wird noch schlimmer. Der kleine Junge flieht in eine Traumwelt. Ich fliege! Ich bin gar nicht mehr da! Seelenlos, hüllenlos, eine leblose Hülle, ich überlebe! Missbrauchsbetroffene sind Überlebende. Das wissen Melanie Hach und Martin Schmitz. Das Theaterprojekt, für sie ein Kraftakt, damit Kinder in Zukunft besser geschützt werden. Nee, das stimmt nicht. Wenn Pädophilie eine Krankheit wäre, dann wäre sie ja heilbar.